feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. An alle hier, die das Video hier jetzt angeklickt haben. Erstens einmal, ich bin kein Kommentator, ich bin nur der Leader von VP. Das heißt, bitte benotet nicht so meinen Kommentierstil. Zweiter Punkt ist, bitte schaue ich das Video bis zum Ende an, beziehungsweise bis das Commentary endet. Denn ich habe hier eine Meinung, meine Meinung einfach mal rausgeklatscht, wie ich die Community im Moment gerade so finde. Den Rest wieder nach dem Video sehen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in den Kommentaren reinschreibt. Das war's von mir. Viel Spaß beim Video. Servus meine Freunde, was geht ab? Ich bin Zaubus und herzlich willkommen, begrüßen hier zu einem neuen Gameplay-Commentary auf VP. Im Hintergrund seht ihr eine BO351er Gunstreak, ist ein Weltrekord vom lieben Storm, wieder mal er spielt. Er besitzt die krassesten BO3-Games bei uns im Clan. Hat jetzt schon, glaube ich, 5 BO3-Nukleas, könnt auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Ein richtig krasser Typ, ist eigentlich Designer, aber ihm liegt BO3 anscheinend richtig gut. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen würdet. So, mein heutiges Thema, mich fuckt's einfach richtig hart ab, wie die Community im Moment drauf ist, ja? Bei Barca wird geflamed, bei anderen Klänen wird geflamed, bei jedem YouTuber, die irgendwie krasse BO3-Gameplays raushauen, heißt das, sie zerstören COD oder sonst etwas, ja? Also, sie werden nur runtergemacht, ja? Ich verstehe nicht, warum. Ja, Barca ist ein krasser Spieler, deswegen ist es auch klar, dass er krasse Gameplays er spielt. Ja, der ist einfach ein krasser Typ, ja, ich verstehe nicht warum. VP, wir sind ein Pubstumping-Clan, ja, das heißt, wir sweaten auf Gameplays, wir gehen auf Gameplays, wir haben krasse Gameplay-Spieler, die was können, ja, die einfach Movement haben, Aim haben, ja, die es einfach drauf haben, ganz ehrlich, es ist so. Und dann kommen die Leute und meinen, wir machen das Spiel kaputt. Ich verstehe nicht, in welcher Hinsicht. Das ist die Beta, ja? Ich weiß, die Beta. Aber sie spielen nun mal ihr Spiel. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so, dass wir jetzt gegen richtige No-Hands spielen, noch dazu. Wir spielen gegen Sweater, die Beta, die meistens sind das nur Schwitzer, ja? Im 90% der Fälle sind das Schwitzer in der Lobby, ja? Und dann so krasse Gameplays rauszuhauen, wie manche Kleinen das machen und wie wir das machen, das ist einfach nur krass, ja? Und an jeden Respekt, der Nuklear spielt hat. Ich feiere das Game übelst, der auch schon meine erste Nuklear spielt. Leider nicht aufgenommen, da ich dachte, ist ja egal, wie das Ganze jetzt gewesen ist. Auf jeden Fall fuckt es mich richtig ab. Ich verstehe nicht, warum, ja. Ich weiß nicht, wer hinter mir steht und meine Meinung vertritt. Wir spielen einfach unser Spiel, so wie wir es gewohnt sind. Wir scuffen einfach rum, wie keine Ahnung was. Gehen in jeden Headglitch, warum auch nicht? Warum sollte ich schlecht spielen oder warum sollte ich nicht spielen auf dem Niveau, wo ich bin? Warum sollte ich spielen wie ein Lappen? Kann mir das jemand erklären? Warum sollte ich so spielen? Warum sollte ich, keine Ahnung, jetzt keine Nuklear machen? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Klar, jetzt der Standard wird nachher noch höher sein dann zu Weihnachten wahrscheinlich. Nehme ich mal an, wenn es jetzt schon die Double gibt. Und eine 51er Gunstreak in der Beta und das. Was? Oh, es war mit Orbi. Ja, der Standard ist ziemlich hoch, das ist keine Rede, aber mich fuckt es einfach richtig ab, die ganzen Dislikes. Ich habe bei Barca vorbeigeguckt, auch richtig viele Dislikes. Bei anderen Clänen, die hatten auch mörderisch viele Dislikes. Und ich möchte nur eines sagen, wenn euch unser Content nicht gefällt, deabonniert uns, egal aber sonst was, oder guckt einfach unser Video nicht, machen wir es so. Guckt dann wieder unsere Videos, wenn wir BO2 uploaden, BO1, MW3, MW2. ETC oder AW, dann könnt ihr gerne bei uns vorbeischauen, aber wir laden nur mal BO3 hoch, daily jetzt, es ist die BO3 Beta am Start, wir haben Gameplays und ich sehe keinen Grund, warum wir sie nicht hochladen sollten. Wir sind auch ein Pubstub-Begleiter, das ist auch verständlich, einige haben es auch begriffen, Sonic hieß der eine, der es auf jeden Fall verstanden hat, Gruß an dich, Digga, wenn du das Video siehst, der versteht unsere Meinung, der hat auch in den Kommentaren manchmal geschrieben, bei dem einen oder anderen. Das ist klar, dass VP sogar so Game ist, der Spieler, dass die sweaten, sind ein Pubstumping-Clan, wenn der Content nicht gefällt, musst du halt wegklicken oder einen anderen zugucken bei BO3, ja, wie der Spiel, wie der, keine Ahnung, 10:40 aus dem Game rausgeht. Und das ist die Beta, ja, wir sollten das Spiel ausprobieren. Ich habe mit Level 1 alle, ich habe schon wirklich jeden einzelnen Spezialisten ausprobiert, ich habe viele Waffen ausprobiert, ich habe fast alle auf
Max-Level, sage ich jetzt einmal, ja. Also ich habe jeder mindestens auf Level 10 schon gelevelt. Von den Sturmgewehren auf jeden Fall. Und von den MPs, da finde ich die, ich glaube Kuna heißt die, richtig gut. Und von den Sturmgewehren sind eigentlich alle ziemlich stark. Und ja, ich kann es nicht nachvollziehen, Leute. Ich weiß nicht, wer hinter mir steht. Ich hoffe, ich kann einige für mich befürworten. Und ja, das war nicht so ein langes Commentary, weil ich bin einfach nur mega abgefuckt, ja, was das Thema betrifft, ja. Was das Thema betrifft, ja. Und ja, wie gesagt, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wenn euch das Video nicht gefällt, Jungs, drückt es nicht an, wenn ihr BO3 seht oder wenn ihr irgendwas krasses im Titel seht, drückt gar nicht erst drauf, bitte, ja, das nächste Mal dann an die Hater. Und, oder Hater, ja, Hater sind es auch nicht, man kann sagen, keine Ahnung, ja, einfach, denen ist halt nicht gepasst, was wir so bringen. Und bewerten und kommentieren nicht vergessen, das war's von mir, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Wizard. I'm not gonna lie.